Okay, willkommen zurück zum. Welche Folge sind wir jetzt? Zur sechsten Folge. Nein, nicht sechste Folge, sondern sechste Mission der Kampagne von Heart of the Swarm, von StarCraft 2. Und ja, wir spielen direkt weiter. Gucken, was jetzt so unsere Aufgabe ist. Die beiden Missionen vorher haben wir ja eigentlich ganz gut gemeistert, meiner Meinung nach. Diesmal, wenn wir alles wegrocken. Kerrigan haben wir jetzt auch schon auf Stufe 11. Oder 12? 11 sind wir. Ja, genau. Wir haben drei Bonus-Level quasi bekommen durch die Mission, da wir ja die Sensoren zerstört haben. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele Missionen es insgesamt gibt. Ich nehme mal an, wieder wie in der Terranum-Mission 22. Oh, das lädt aber lange. Passiert jetzt ganz viel. Wenn sie wenigstens noch was zu lesen geben würde oder so, wie sonst immer auf den anderen Ladedingern war. Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein, Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer verfügbar. Okay. Erstmal gucken, was hier abgeht. Ja, komm. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem Sie hierher gekommen sind. Es ist noch nicht zum Abflug bereit, wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Aber ich bin vorbereitet. Ihr müsst das nicht tun. Ihr könntet gehen. Verlass diesen Mond, bevor die goldene Armada eintrifft. Ich kann nicht weglaufen. Das weiß ich jetzt. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Mir bleibt nur der Kampf. Es wird niemals Frieden geben. Frieden? Ich mag das irgendwie nicht, wie die Protostimme so inszeniert ist. Das regt mich irgendwie auf. Dieses hallende Ohr. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zergling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Dann Evolution von entwickeltem Zergling spalten. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden. Anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Okay, what the fuck? Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in dem Kokon einwickelten. Schwach und weich, Knochen gebrochen, Fleisch zerfetzt, dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist, sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Okay. So. Raserei erhöht
Im aktivierten Zustand die Angriffsgeschwindigkeit 15 Sekunden lang um 50% abklingt. Okay. Erhält plus 20 Max Trefferpunkte im Anstieg von 25%. Okay. Und Angriffsweite um 20% auf 6 erhöht. Na, das. Nehmen wir das. So, was ist das hier? Evolutionsmission spielen. Das war das, was wir freigeschaltet haben, ne? Ob ich das dann noch spielen kann, wenn ich das fertig habe? Ich nehme mal an, ja, oder? Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen oder sie wird nicht aktiviert. Okay. Zergling Wiedergeburt. Getötete Zerglinge werden an ihrer Hauptbrutstätte kostenlos neu erschaffen. Erschafft alle 30 Sekunden bis zu 10 Zerglinge, bis alle Zerglinge wiederbelebt wurden. Verbesserte Overlords. Overlords werden augenblicklich erschaffen und gehören 50% mehr. Na, komm. Da müssen wir ja wohl das nehmen. Oh, Katze! Hör auf! Ja, sehen könnt, wie sie gerade vor mir sitzt, mich miaut, ne? Das ist der Hammer. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. So. Die Protoss haben ein Schiff von der dunklen Seite Kaldias ausgestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Okay, können wir des Feindes verseuchen sie das Protoss-Schiff. Evolutionsmission für Schabe. Mhm. Ja, komm, machen wir das direkt. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Okay, jetzt haben wir den Protoss verseucht, oder wie sehe ich das? Finde ich ja alles bisher ziemlich cool gelöst, muss ich sagen. Ich kann schon wieder sagen, die Kampagne macht mir echt übel Spaß. Oh, jetzt laden wir, oder? In bestimmten Missionen steuern sie andere Helden als Kerrigan. Setzen sie deren einzigartige Fähigkeiten ein, um ihre Gegner zu besiegen. Nein, ich will immer nur mit Kerrigan spielen. Die macht am meisten Spaß einfach. Ich finde das Prinzip so geil gelöst, einfach, dass man die aufleveln kann und so. Und nicht, dass man die halt immer wie eine Ballast quasi mit rumlaufen lassen muss. Weil ich meine, die, wenn man mal überlegt, die Charaktere, die man vorher so steuern konnte und so, die halt nicht sterben durften, die waren zwar stark, klar, aber im Prinzip, wenn die gestorben sind, dann war die Mission vorbei. Das ist jetzt natürlich auch, ist klar, aber es macht einfach viel mehr Spaß, mit Kerrigan zu spielen, anstatt mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, diese Kristallmission, die wir hatten in der anderen Kampagne. Dem Protoss. Ja, weiß ich nicht. Oder auch die Tosh-Mission, diese Schleicher-Mission da weiß ich nicht, fahre ich nicht so drauf ab. Weil jetzt, im Prinzip ist es ja nicht wirklich schwer. Es ist ja einfach nur, du wartest ab, das ist ja einfach. Ja. Lädt super schnell, wird er. Oh, ich krieg die Krise. Hm.
Kein Wunder, warum die Missionen immer so lange sind, wenn wir die ewigen Wartezeiten hier haben. So. Die Templer müssen gewarnt werden. Jetzt. Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. What the fuck? Jetzt spielen wir eine Larve. Okay. Präsentiere Infektion. Die Larve springt auf die Zielkreatur. Verseucht. Jetzt geh und erschaffe deine Brut. Oh Gott, auf diesem Schiff wimmelt es von Leben. Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Sorgen Sie Biomasse 20 von 100. Ein Berserker. Setz. Was war das für ein Geräusch? Okay, die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Oh, die Mission finde ich jetzt schon mal nicht so geil. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouille. Kann ich jetzt weiter? Nee. Wieso kommt er denn zurück? Kleine Hure. Wie soll ich das jetzt machen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Beweg dich nicht, bevor der Protektor nicht fort ist. Na, wo soll er hin? Negativ. Schatzkeks. Hätte ich jetzt so lange warten müssen, oder was? Der geht doch nicht weg. Ich verstehe meine Aufgabe nicht. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Okay. Die Zerg haben das Ursadon verseucht. Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Lock ich natürlich alle an, die hier irgendwie rumchillen. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Oh, leck.
Leck, leck, leck. Was hier gerade gar nichts. Ah. Da muss ich hin, oder wie? Für eine kranke Mission, ich weiß nicht. Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. Okay. Ach, jetzt können wir Zerklinge erschaffen. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut und vernichte die Protoss. Töte sie alle. Ich lebe, um zu dienen. Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg hat unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Frage, wie du wünschst. Wir gehorchen. Für den Schwarm. Wie du wünschst. Dieses Schiff wird brennen. Ohne Frage. Führe meine Brut. Wir streben danach, zu töten. Mal alles einsammeln, was hier euch anstellt. Ja, meine Königin. Unsere Zeit ist gekommen. Die Jagd geht weiter. Es gibt kein Entkommen. Kann ich weiter? Wir gehorchen. Wohl, haben wir das alles eingesammelt? Ja. Durchbrecht ihre Verteidigung. Nichts hält den Schwarm auf. Ich bin Niadra. Kannst du dann ein bisschen weitermachen? Ja, meine Königin. Wie du willst. Für den Schwarm. Thank you.